Jo, was geht YouTube? Ich bin am Start und damit herzlich willkommen zu, ich glaube, Folge 3 von Let's Play Condemned Criminal Origins. Ja, es geht direkt weiter mit der Story und zwar sind wir jetzt mehr oder weniger im Metro, das heißt im Untergrund bzw. am Bahnhof. Es ist jetzt auch schon mal eine Weile her, wo jetzt die dritte Folge aufgenommen wird. Und ich würde sagen, jo, es geht einfach mal, jo, es geht weiter hier. Also. In der letzten Folge, glaube ich, haben wir den guten SKS wieder mal persönlich getroffen. Der Hurensohn, Alter, ist so hässlich wie mein Arschloch und das ist sogar noch nett gemeint. Alter, da meint ihr richtig ernst. Das ist der Hurensohn. Ja, wie wir sehen, funktioniert die Scheiße bei dem nicht. Der ist wahrscheinlich unverwundbar. Wir haben gerade 5 Uhr 8 morgens. Ich habe natürlich nichts Besseres zu tun, als gerade aufzunehmen. Ah, so kennt man ihn. Ach du Scheiße, okay, der Wichser läuft hier lang. Was ist? Ja, komm, wir nehmen noch hier das Stahlrohr. Um diesen Hundesohn. Ich wollte gerade sagen, offiziell zu erledigen, aber bis dahin müssen wir ja noch warten, leider Gottes. Wie wird er mit beiden fertig? Jetzt bin ich gespannt. Ich schlage ihn kaputt. Aber er kennt natürlich da nichts, Alter, und haut die sowas von weg. Na komm, haut ihn kaputt. Boah, der hält aber einiges aus, du. Krasser Typ, Alter. Wahrscheinlich so Hardcore-Drogen am Nehmen, Alter. Dass der mehr aushält, als was weiß ich. Ach du Scheiße. Ey, Straßenpenner, ich hab Brot für dich, wenn du mich in Ruhe lässt. Willst du Brot? Ich geb doch 2 Cent. Okay, dann halt nicht. Na komm, na komm, na komm, na komm. Lad auf, lad auf, lad auf. Warum rennt er weg? Ist das blöd? Ach so. Ja, mit deiner Scheißaxt, du verfickter Hurensohn. Dreckiger Bastard, Alter. Oh, eine Shotgun. Was willst du, hä? Jawohl, ja. Boah, das hat er aber volle Munition gehabt. Also 6 Kugeln, nicht schlecht auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal die Tür auf und verpissen uns auf die andere Seite, wo dieser Hurensohn auf uns wartet. So, sehr gut. Okay, dann machen wir das hier mal weg. Ist der hier durch, mein Bruder? Dankeschön vielmals. Was haben wir denn hier? Können wir nicht öffnen, schade. Ah, das können wir aber öffnen. Ah, ich höre was. Okay, war nur Einbildung. Toter Vogel, Alter. Die ist sogar so verrottet, Digga. Man sieht noch nicht mal das Fleisch, ey. Ekel, erregend vom Feinsten. So, hier waren die Leichen. Beziehungsweise sind. Speichervorgang. Immer sehr gut. Betet er oder was? Er betet zu Papa Dums. Alter. Haut da ihn weg, Junge. Krasser Boy. Ja, du bekommst normal. Okay, willst du nicht? Verpiss dich. Was war denn das für ein Spasti, Alter? Da sind natürlich Lust aufgelöst. Krasser Scheiß. War das eine Illusion? Krasser Boy, Digga. Speichervorgang. Okay. Der macht hier die Scheibe kaputt und stirbt dann. Alles klar, bester Mann, Digga. Ach so, ich glaube, der hat ihn getötet. Aber mich kommst du nicht an, du Schwanzgesicht, Alter. Den kaputten Motorradhelm. Verpisse dich, Junge, Alter. Mach dich weg, Alter. Zack, Junge, da kenne ich nichts. Was haben wir hier? 8 Kugeln. Komm, nimm mal die Pistole mit. Besser für uns und die Gesundheit. Ah, Servus. Guten Abend. Okay, hier haben wir nochmal eine Axt. Was zur Hölle? Oh mein Gott, der, das war ich die Scheiße. Okay. Ist noch einer. Der campt da hinten. Hallo. Wollte ich jetzt nicht.
Autsch. Alter, das Aimen ist hier schwieriger als in Papadums, Alter. Vier Kugeln, geiler Scheiß. Boah, schusswaffentechnisch geht's hier aber richtig ab, du. Na, warte kurz. Da würde ich hier kurz mal mir die Axt schnappen. Und hier die Scheiße öffnen. Machst du auf? Sopidopi. Boah. Alter, Hardcore-Obladen, Junge. Boah. Komm, nehmen wir mal die Shotgun mit. Immer besser für alles. Ich mach die Cam ein bisschen weiter runter. Ja, das geht. Wegen hat in meinem Schlafanzug. Ich habe die Cam übrigens auf schwarz-weiß gestellt, finde ich persönlich besser. Hier oben links dieser Rahmen, das ist von. Warum habe ich den überhaupt? Fürs Streamen, genau, fürs Streamen. Ich muss doch ein richtiges Overlay holen. Und dann. Bam, Junge, Alter. Ein Shot in dein Gesicht und du bist weg. Richtiges, anständiges Overlay und. Das sieht dann schon besser aus. Ich habe noch einen Schuss. Das war ich mit dem. Wo ist eine Pistole? Ich hatte eine Kugel. Ja. Passe hier noch den Ehrenschuss. Und vier Patronen. Ja, das geht noch. Für einen Gegner sollte das noch reichen. Ich mag die Schusswaffen. Da es die hier leider sehr selten gibt, spiele ich die mal sehr gerne, wenn es die mal gibt. Ich höre was. Entweder unter mir oder. Manchmal hat das Spiel übrigens die Frame-Einbrüche. Oh, cool, ein Vogel. Der lebt sogar noch. Uiuiuiui. Ich bin gerade so. Ich bin noch überlegen gewesen, ob ich mir nicht die HD60 Pro hole, da ich jetzt richtig anständigen Desktop-PC habe. Autsch. Das kam ja auch noch dazu, Digga. Mein PC ist angekommen. Mit dem nehme ich jetzt gerade auf. Alter, wie ich am Bluten bin. Alter, entspann dich, Junge. Autsch. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich aufpassen, Digga. Komm. Eins. Achtung. Geh sterben, Junge. Was will der von mir? Ich hab kein Geld. Verpisse dich. Weg. Du Hurensohn. Ich brauch dringend Heilung, Digga, sonst bin ich ja Ende im Gelände. Jedenfalls, mein PC ist angekommen. i5-7600K mit 4 Kernen und 4,6 GHz. Mua. Perfekt, Alter. Aufnahmen ohne Probleme. Auch Streaming geht super klar. Als Grafikkarte eine 1060 OC mit 6 GB VRAM von Asus. Eigentlich dachte ich ursprünglich von Palit, aber jetzt haben die von Asus reingepackt. Scheißegal, 1060 ist 1060. Obwohl ich gerade von Heilung spreche. Also ich sag mal so, der PC, der ist großartig. Ich habe jetzt Battlefield 3 installiert, Battlefield 4 auf 1080p, außer Anti-Aliasing und V-Sync habe ich ausgestaltet. Und sonst alles auf Ultra. Ne, das ist, Alter, großartig, ich schwöre. So, oh, das ist der Hund. So wahnsinnig geile FPS-Zahlen, das ist wirklich unglaublich. Geh nach unten. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Hoch mit dir. Hä? Er verschließt die Tür, was soll denn das? Lass mich rein! Okay, ich nehme die abgefallene Haltestange als Waffe. Ja, servus. Lass mich rein! Der Hurensohn sperrt mich aus, Alter. Hm. Aber eigentlich, beziehungsweise wollte mir eigentlich einen Ryzen-Prozessor einbauen lassen, aber. Ich wollte den ursprünglich übrigens selber zusammenbauen, aber das Ding ist, bei Alternate habe ich das versucht, Digga, die Prozessoren und Grafikkarten, das ist alles so überteuert. Und ja, der Prozessor läuft sehr gut und da brauche ich sie, den Prozessor nicht zu wechseln, obwohl ich persönlich einen Ryzen 5 oder Ryzen 7 schon gerne drin gehabt hätte.
Bin ich ehrlich, aber der i5, der macht's auch. Der Zug wird aber sehr, sehr schnell, Alter. Oh nee. Der bremst extra, Digga. Damit die Wichser hoch können. Was ein Hurensohn. Ey, hör auf, wie so Schlangen, du Nutte. Dankeschön. Oh shit. Oh, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Er kommt zu mir rüber, der Nuttensohn, der will was von mir. Oh nein. Oh nee, oh nee, oh nee. Autsch. Das dachte ich mir, dass das passiert. Na, Servus. Ach du Scheiße, Digga. Das war's schon? Das waren 11 Minuten, komm. Ein Kapitel machen wir noch. Also, das war wirklich ja lachhaft, Alter. 10 Minuten für ein Kapitel ist ja nix. Habe vorher auch so bei Amazon so für den Ryzen 3 geguckt. Der kostet um die 100 Euro, die ich glaube, das ist der schlechteste Ryzen-Prozessor, den es gibt. Und der 5er, der kostet, glaube ich, um die knapp 200, etwas über 200. Und der 7er, der kostet, glaube ich, da über 300. Also, wenn ich mir dann einen Ryzen-Prozessor hole, dann auf jeden Fall den Ryzen 5 oder so. Ryzen 3 ist mir da ein bisschen zu schlecht. Weil ich nehme auch Videos auf und so. Und da muss der Prozessor auf jeden Fall schon was bieten können. Hier davor war es doch rot. Sehr gut. Den Vogel haben wir schon mal. Okay, das ist Elektrizität, da kann ich nicht durch. Das heißt, da muss ich wohl hier durch den Eingang. Ach du heilige Mutter Gottes, was war das für ein Vieh? Oh. Ich habe Angst. Oh. Alter, was sind das für Junkies, Bruder? Die haben locker 10 Kilogramm Koks und alle anderen Scheiß-Intus, Alter, dass die so aussehen. Was ist denn das? Die so eine Nahkampfwaffe gesehen. Ah, doch, die gab es in Condemned 2. Was die übrigens jetzt auch spielen werden, aber ein bisschen später. Gehst du hier hoch, Digga? Danke vielmals. Ach du Scheiße. Mach die Tür auf. Okay. Da ist nix. Gehen wir mal hier lang. Ich habe eine Shotgun, das ist gut. Ach Pissnulpe, Alter. Alter, wie die aussehen, wie so richtig dreckige, weißt du, diese Kanackenviecher, Alter? Nichts gegen Türken, aber Digga, so hässlich, ne? Gibt's nicht. Speichervorgang, sehr schön. Nach unten aber sehr gern. Oh, ich kann mich an die Stelle erinnern, Digga. Ich habe ja so lange teilweise ge gesucht. Alter, entspann dich bitte. Entspannen Sie sich. Sie wirken erzürnt. Hat er sich gerade in die Ecke verpisst? Lachhaft. Ich brauche eine Schaufel. Na, Servus. Ey, Digga, jetzt sage ich dir meine. Wo ist der Wichser? Ich sehe den nicht mehr. Meine Umgebungskenntnisse hier in dem Spiel sind wirklich für die Katze, Alter. Das macht wieder lustig, aber was ist denn das hier? Verballern wir die Scheiße, brauchst du nicht. Das ist aber was schon, Digga. Das ist. Also, das nenne ich mal. Klasse Entwicklung. Ey, verpisse dich. Das Ding ist, das Spiel gibt es ja auch nochmal für den PC. Und.
Ich frage mich, wie das Spiel mit den höchsten Textureneinstellungen in 1080p aussieht. Mach auf. So, okay, haben wir Heilung. Das braucht vollkommen. Kann man immer mal gebrauchen. Wer zwei drin haben. Und falls ich mich zu sehr verletzen sollte, wissen wir ja, wo ich herkommen muss. Ich würde gerne hier kaputt machen. Richtig. Wie ich es mir gedacht habe, der Typ hat sich nach oben verpisst. Puh. Rechts oder links? Ene mene magamu, okay, ich gehe hier lang. Tschüss. Das Gute ist bei diesen Crack-Viechern, Alter, da brauchst du nur einen Elektroschockstoß und schon sind die Pisser weg. Da hat dies auf jeden Fall sehr, Was ich mich jetzt frage, was ist auf der anderen Seite? Komm, weißt du was, wir gucken einfach mal. Ja, nicht zu verlieren. Wir gucken einfach mal, was ist denn auf der anderen Seite? Wenn da jetzt. Der andere Weg ist. Was ist denn hier? Ach so, ich komme einfach nur. Okay, ich komme nur von hier. Wie gesagt, Gott sei Dank, ich kann wieder hoch, Alter. Das wäre jetzt richtig mies gewesen, wenn ich jetzt nicht mehr hoch hätte können. Wenn wir wissen, was da ist, dann. Ja, erkundigen muss man sich ja. Nicht, dass man irgendwas Wichtiges verpasst. Das war ich, tut mir leid. Ja. Dankeschön. Hola die Waldfee. Also. Hola Maria. Katzenberger. Ich würde gerne noch nach unten. Dankeschön. Ich auch nochmal sehr gern. Danke vielmals. Betten war, der hängt irgendwo in der Ecke. Was ist denn das? Macht mir Schaden, ich bleibe bei der Schaufel. Ach so, gucke da! Ah, hallo? Alter Umfang, Digga, dass wir hier durch die Scheiße durch können, Alter. Das ist ja. Alter, was für ein Umfang, ne? Gibt's aber Papadums. Eine Lampe, die leuchtet rot. Warum auch immer. Ein Zug. U-Bahn-Wagen nach Hinweisen absuchen. Okay, also. Das ist da, wo wir halt geguckt. Wo der Typ halt war. Okay, wir haben hier einen fetten Fingerabdruck. Was sagt die gute Hure? Ich hier mal schon untersucht. Was finden wir noch? Das ist so geil gemacht hier mit so einer Polizeiarbeit, weil das Ding ist ja, du bist in dem ersten Teil, bist du Bulle. Und das ist richtig geil gemacht mit den ganzen Werkzeugen und so. Und alles untersuchen muss, das finde ich richtig geil, ohne Scheiß. Auch die Story, muss ich sagen, ist wirklich eine gute Stärke vom Spiel. Aber auch gameplay-technisch ist das Spiel auf jeden Fall alles andere als schlecht. Jetzt aber die Frage, wo ist was? Ich sehe hier nichts. Bin ich gebehindert? Hallo? Wo ist der Hinweis? Ach so, ich muss das nochmal machen. Hast du mir das gleich gesagt, Alter? Uns eine Weile beschäftigen. Ja, wir tun ein bisschen Daumen drehen. Keine Ahnung, was machen wir denn? Ach du Scheiße. Das ist aber eine gute Beschäftigung, mich mit Feuermännern, Feuer, ach, oh ne, oh ne.
Mach du hier mal bitte all deine die Krams. Alter, was ist denn das, Alter? Lauter Elmas. Alma! Alma! Bleib bloß weg! Bleib bloß weg, Alter! Alter, wie die aussieht! Was hat die für Drogen genommen? Tschüss! Das ist doch nicht mal menschlich, Alter! Also, auf was mir gerade schon eine Gänsehaut, ohne witziger. Guck dir, wie die aussieht, Bruder! Alter, wenn die im Bordell arbeiten würde, Digga. Alter, Cracksau mit Cracksau, ohne Scheiß. Leck mich am Sack. Was haben wir hier noch? Oh je, da ist der scheiß Feuerwehrmann, Alter. Ey, lass mich bloß in Ruhe. Du bist schon leicht gedamaged, wie das aussieht. Amenakoin. Autsch. Zack, Alter. Bist du nochmal hier, bitteschön. Oh mein Dank ist sich durch und so. Und ab geht's. Alter, wie hässlich die sind. Digga, die Leute, die haben so krank viel Drogen genommen, ohne Witz, Alter. Ist ja nicht mal witzig. Ist denn rein? Okay, wir müssen ja locker noch was machen. Da bin ich mir zu 1000% sicher. Obwohl noch nicht ganz. Warte, ich untersuche nochmal hier die Umgebung. Vielleicht finden wir ja sogar das ein oder andere interessante Zeug. Man weiß ja nie. Was ist hier hoch? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Was ist da hinten? Da ist, glaube ich, nochmal eine Tür. Ja, tatsächlich. Okay, verstehe, verstehe. Wir nehmen den Hammer. Machen die Scheiß auf. Obwohl, das ist der Abschnitt, Digga, den ich absolut hasse. Guck, da, der Typ hat sich wohl hier umgezogen. Das heißt, der Hurensohn war da. Auto-Apparatus 2005. Ja, moin, Digga. Ich kann ja nicht durch. Wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich jetzt hier durch etwa? Was ich meine, Alter. Okay, jetzt muss ich mich wirklich auf meinen Orientierungssinn verlassen. Das hier wird gleich richtig schön. Ich brauche eine Axt. Und der Wichser hat die Axt. Oh nee, Alter, muss ich den Wichser jetzt. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich bleibe verschont. Uiuiui. Ich hab sie nur mit der Nase, Alter. Okay, Servus, das ist ein... Bruder. Ah, genau, jetzt kommt die Fische aus jedem Scheiß, Alter.
Alter, wie kann man nur so hässlich sein? Bleibe stehen, Alter. Mach dich weg, du Schlampe. Armer Nakoidum, Alter. Was ist falsch bei diesen Wichsfehlern? Hier ist nichts. Ist auch nichts. Komme ich von hier oder? Ja, ich komme von hier. Dann gehen wir mal nach unten in die Kanalisation. Ich hasse Kanalisationen wie die Pest. Obwohl, das ist ja, kann man nicht wirklich sagen, Kanalisation. Obwohl, gut. Gut, ich weiß, was ich machen muss. Wir können jetzt nämlich auf zurück auf die andere Seite, von wo wir die Axt haben. Und der Wichser zeigt mir schon den Weg. Danke vielmals, aber ich kann den auch selber missieren. Danke fürs einfach machen, sehr, sehr freundlich. Perfekt. Ja gut, Jungs. Wir nehmen seit 26 Minuten auf, da würde ich mal sagen. Das muss auch jetzt hier mit der Folge gewesen sein von Let's Play Content Criminal Origins. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Ich sag noch ein Wort. Peace.